mehr drauf. Eigentlich sollte man es ja hören. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Neuer Versuch, neues Glück. Herzlich willkommen zu Marvel Avengers auf PlayStation 4. Welcome to my channel. Ich gebe es Arribos Game. So. Soweit waren wir schon. Offiziell Release Day für die Standardvision heute, wie ich so weiß, das ist vorbestellt und auch die Steelbox auch schon hier, hat wie die, gesagt, die Demo schon gespielt. Die Daten von da sind noch übertragen worden und kann dann gleich fortfahren. Jetzt will ich noch mal kurz nochmal einstellen und gucken, weil ich jetzt auch gerade eben gerade irritiert war, weil doch irgendwie der Ton. Ich mache 8 einfach. Ach, das ist auf 0. Da frage ich mich, warum das auf 0 gegangen ist. Weil das darf nicht sein. Weil FX, also SFX, also Soundeffekte, sollten ja noch aufladen. Und Dialog genauso. Und darum habe ich mich jetzt gerade gewundert, warum das auf 0 ist. Das dürfte nicht sein. Setze das einfach die Musik auf 5 und die auf 10 und dann sollte es eigentlich. So, kann man noch einstellen. So. Ach so. Ach, kann man noch extra einstellen. Das ist ja easy. Jetzt gucke ich trotzdem nochmal. Weil ich habe keinen Bock. Okay. 10 und 10 ist es jetzt. Es ist jetzt 5, 10 und 10. Ja, ich hoffe, es bleibt jetzt auch, wenn ich jetzt auf die Kapone drücke. Hoffe ich mal. Sonst würde ich richtig. Ah, das würde mich so. Okay. Jetzt ist es okay. Genau. Also ich begrüße Wir erleben es immer ganz, häufiger. ganz herzlich mächtige Menschen, den die nach Peter unten Boss. Treten. So die schönen Grüße. Die Avengers waren anders. Und daran habe ich fest geglaubt. Für dein. Ich denke, das alles ist Abo aus einem guten Grund passiert. Da zu lassen. Vielleicht habe ich darauf immer gewartet. Und genau. Vielleicht bin ich endlich Teil mein, von etwas Größerem. Ich hoffe, dir gefällt soweit mein Content, was ich gerade habe. Genau. Und ja, ich hoffe, die. Genau. Ich sehe die Brücke, Abu, siehst du? Gib mir ruhig Feedback, wenn du. Genau. Wurde auch Zeit. Noch. Es werden auch noch andere. Diese Sitze sind vielleicht unbequem. Spells von anderen Spielen, die noch dieses Jahr noch kommen werden. Wieso heißt die Golden Gate Bridge, wenn sie gar nicht aus Gold ist? Genau. Und FIFA. So viele andere Kids. Ganz klar. Und bestimmt sind ihre Geschichten alle super. Bin gespannt und was so Wettbewerb ist etwas, aber das stark mal macht. Und nebenbei ist noch andere Klatsch. Und wenn Ihnen meine Geschichte nicht gefällt, wenn sie nicht reinpasst, sie muss perfekt sein, weißt du? Genau. Erstmal bei vielen deiner Dank. Geburt, da meinte dein Bruder, schön, dass du hättest coole Augen. Was? Sind aber für mich waren sie das und absolut Schönste, was ich jemals gesehen hatte. Hat man schon und ja, vielleicht auch eine andere. Wir sind alle einzigartig, Kamala. Du solltest stolz darauf sein, wer du bist. Wenn bloß das. Also jeder ich allgemein gemein wäre das halt noch mehr. In so ein Let's Play und ich bin sicher, gehen, du oder? Wirst das hier gewinnen. Oh, stell dir das mal vor. Und der ruhig, Preis für die beste Fanfiction geht an. Das ist auch auf und die Avengers gegen die fiesen hin. Kanalechsen von Kamala Khan. Und das Publikum und rastet aus. Ja. So gefällt mir das. Wünsche ich dir viel Spaß beim Zusehen und aber du weißt, genau. Was zählt. Sieg bleib oder gesund. Nicht? Oh, ein guter Mensch sein ist wichtig. Oh, Peter. Gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Das ist mein Mädchen. Genau. Leute, wir nähern uns den Avengers West Coast Headquarters zur Linken und landen in Kürze auf der Chimera. Wow.
Schon gut, schon gut. Immer mit der Ruhe. Fanfiction-Wettbewerb, ich komme! Willkommen zu ich bin so gespannt auf das Deck der Chimera. Dann sollten wir loslegen. Es gibt viel zu sehen. Manua. Manua. Ja, warum hat denn heute schon wieder gepackt? Heute Morgen ging er nämlich bei mir gar nicht. Wo ging doch? Bei mir. Sei nicht nervös. Es ist großartig hier zu sein. Auch wenn ich den Wettbewerb nicht gewinne. Ist er wieder rausgeflogen, ja, das Ding. Weil das innen so Plastikteile sind, wenn die brechen mit der Zeit kaputt. Ja, er kann billiges Ding kriegen. Ja, der hat 12 Euro gekostet, trotzdem. Ja, irgendwann ist er so ganz kaputt und dann... Mal sehen. Dann kann ich ja nur einkaufen. Wasserkaufen, ja. Willkommen zum Avengers Day. Alle VIPs und Fanfiction-Finalisten sowie ihre Verwandten müssen sich am Anmeldeschalter registrieren. Im Namen der Avengers und S.H.I.E.L.D. wünschen wir einen wunderbaren Tag. Sorry. Mal kurz weg, oder ich habe nicht gesprochen, sondern ich esse Obst, Apfel. Ja, ich zeichne das gerade abends auf. Oder? Nein, fast nachts, abends um 10. Und das ist wahrscheinlich Beginn vor dem Chaos. Ich weiß es nicht. Weil davor war ich nicht, in der Beta war ich da nicht, sondern war auf diesem Träger. Vielleicht, weil wir da mitgeholfen haben, dass wir jetzt auch ein Abzeichen kriegen. So würde ich das jetzt verstehen. Aber wir trotzdem nicht erhalten sind, wir haben auch welche Leute gerettet, ja, klar. Wir würden uns nicht so als richtige Helden dann, also. Ja, würden wir nicht so, gesagt, ey. Na, schau mal, ich bin Held. Nein. Aber bleiben schon auf dem Teppich. Ne? Aber gut, dass wir so ein tolles Mädchen spielen. Die mit so viel Selbstbewusstsein und Mut und Energie einfach in diese Sache geht. Aber ich finde jetzt, wenn man jetzt mal kurz zurück zu der Grafik gehen will, zu der Auflösung hier, was ist das hier? Okay. Achso, das ist am Fotomodus. Okay, Fotomodus ist das hier, okay. Wollte ich, ach so, drücke das, ach so, ich dachte, Speicherpunkt, warten, weiß jetzt nicht, wie das jetzt gemeint ist, guck mal. Ach so. Okay, holen wir mein Abzeichen. Fanfiction-Wettbewerb, ich komme! Ach so, auf dem, wo wir jetzt hergekommen sind. Willkommen zum Avengers Day. Alle VIPs und Fanfiction-Finalisten, sowie ihre Verwandten, müssen sich am Anfang der Schalter registrieren. Von der Grafik, Missy. Ich würde sagen, ist er ganz gut geworden, also richtig schön. Texturen und Menschen. Schön, okay. Wie gesagt, von der, man kann ja alles immer noch besser machen. Aber auf der PS4 ist es gerade noch so. Finde ich das in Ordnung? Das sieht auch noch top aus. Na klar, wenn man das jetzt auf der 4. Wenn man es auf der. Auf der 5 dann streamen würde oder. Spielen wir. Ist noch ein bisschen anders aus. Ist auch cooler. Schon.
Willkommen zum Avengers. Wir haben hier. Das ist Captain America. Und als virtuelle Chateau. Dann haben wir hier. Black Widow. Ja, sie ist echt knallhart. Ich würde so gerne so Fotos machen mit diesen Figuren. Jetzt muss ich nochmal richtig gucken, wo der Fotos-Modus ist. Fotomodus wäre nur das hier. Warum geht das aber dann nicht? Hä? Ich will doch Fotos-Modus machen. Mich verarschen? Hä? Das sind aber Fähigkeiten. Ich... Schwungladen, Foto... Oh, das... Ist doch das. Ist es gedrückt halten oder was? Ziemlich cool. Aber ich will sie auch in echt sehen. Ich verstehe jetzt nicht. Ach, sehr egal. Ich habe jetzt auch gerade am Bock. Ich muss mir noch die anderen lesen. Wie ich hier Fotos-Modus hier machen kann. Das ist blöd, finde ich jetzt gerade. Weil es spritzt raus, aber ich weiß nicht warum. Naja, egal. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Sonst haben wir noch Stunden hier. Ob er in Wirklichkeit auch so groß ist? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe nicht abgemessen, wie es jetzt so hier der Statue ist. Wow! Zum Glück bist du nur eine Statue. Hulk ist auch mega. Aber warum sind es gerade nur 6? Immer in Pose. Aber warum sind es gerade nur 6? Das ist gerade was mich gerade. Avenger Day, ja genau. Willkommen zum Avengers Day. Ja, welcome. Okay, halten. Ich kann nur kurz in die Details gehen. Hier gibt's wirklich, das ist so aufgebaut. Also ich finde es von der Grafik mäßig von der Aufbau wie Watch Dogs 2 und so. Ist das, finde ich. Von den Details ist es richtig schön gemacht, dass es hier so Pässe ist, ja, dass du da hingehen willst. Hier noch da Make-ups, Marvels, Comics. Das ist mega einfach. Das ist einfach mega. Willkommen, oder das Schild nochmal. Willkommen. Gut, machen wir weiter. Hallo Finalistin, wie heißt du denn? Kamala Khan. Und das ist mein Dad. Yusuf. Die Khans, sehr schön. Du solltest an unserer Comic-Schnitzeljagd teilnehmen. Sammle alle 5, dann darfst du auf den VIP-Balkon. Sobald du alle hast, scanne dein Handy am Aufzug und los geht's. Viel Spaß. Hast du noch nicht genug Comics? Aber der VIP-Balkon, da muss ich hin. Ja, da müssen wir hin. Mann, gib mir doch mal so einen Comic. Das wäre so schön. Ach Mann. Das ist blöd, ich will so ein Comic haben. Was steht hier? Racing? Bewusstsein? Drücken, um den Bewusstsein zu aktivieren und Zielmarkierung anzuzeigen. Okay. Okay. Also das sind verschiedene Ziele. Aber wir gucken mal, wie es aussieht. Du musst die Barcode scannen, um deinen VIP-Pass zu kriegen. Einen Comic an jedem Stand. Ich weiß nicht, wohin ich zuerst soll. Die Spielhalle, Thors Hammer. Oh. Ich gehe jedenfalls zu dem Eisstand. Pfefferminz? Gerne und danke. Ist das hier zuerst? Kann ich hier scannen? Och Mann. Willst du mich verarschen? Dann geh jetzt mal dahin. Ach, Racing. Okay. Captain America und die Avengers? Kampf der Superhelden? Wow. Oh. Hulk zerstört. Oh, bitte, ich will die treffen. Bitte, bitte. Also dann, mal gucken. Es geht los. Ah. Ja. Juhu. Das hat halt geklappt. Das. Schlag wie halb. Dann kriegen wir unseren ersten Comic. Da haben wir schon mal eins geschafft. Comic. Jeder okay, dann mit Comics gewählt und eine kleine ein Haus sammelt mehrere Kopien. Okay, ich kann nochmal machen. Das würde ich gerne machen. Und wenn dann noch dann das trotzdem. Gucken wir mal. Komm, gibt's mir nochmal einen Comic?
Oh, schade. Gibt's nur einmal einen Comic? Ach, das ist ja... Das ist ja... Oh. Da finde ich jetzt... Da würde ich mich gerade, extra ausgehen. Geht da? Kann ich auch da wieder raus? Wieder auch da raus? Wieder... Oder muss ich da raus? Okay. Ist er hier gegangen? Was ist da alles schon? Na egal. Ach, da ist er gegangen. Nee, ich will ich noch nicht weiter. Ich hab bei Hulk zerstören gewonnen. Mit deinen dünnen Armen. Dann sollte ich dich besser nicht ärgern. Ja, nicht ärgern mich. Ja? Ich bin ein starkes Mädchen. So. Halt, was steht denn da? Gibt es Rabatt für VIP-Verwandte? Das Eis ist gratis, Sir. Gratis? Ja, Sir. Dann nehme ich zwei und ich komme wieder. Ja, das Eis ist gratis. Das Eis ist gratis, gut. Ah, jetzt schießen. Wow, Widows bei Zielübungen. Ich muss wohl spielen, wenn ich einen der Comics haben will. Okay. Triff die roten Ziele, nicht die grünen. 150 Punkte für den Sieg. Ah, okay. Ah, ist nicht so einfach. Ja, nicht die Grünen treffen, das ist das ein Glück. Aber ich kann dann nicht sehen, wie viel ich kriege. Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Wie muss ich denn kriegen? 100? Ja, aber wie viel Punkte? Sag mir doch gleich. Triff die roten Ziele, nicht die grünen. 150 Punkte für den Sieg. Kein Problem. Oh Mann, nicht schlecht, das war ja kompliziert gerade fast. Und oh, gut. Der Comic gehört jetzt mir. Okay. Ja, nicht. Zack, bitte. Ich muss dran arbeiten. Anziehen. Weil ich bin gerade ein bisschen zu nicht, ja? An den Zielen. Aber hier war ich. Ist das hier noch drin? Okay. Ist da noch. Oh, das sieht toll aus. Muss auf. Müssen noch ein bisschen? Nee. Jetzt hier C. Also C und E. D und E. Also hier hoch. Muss noch irgendwo hier noch was gucken? Bitte, bitte, ich kann noch nicht. Ich hab das Widows-Beitspiel geschafft, Abu! Oh, und ich hab's verpasst. Du warst bei diesen Jahrmarktspielen schon immer sehr gut. Ja, da. Oh, danke. Das ist er, sagt noch da an. Wenn du alle Comics hast, treffen wir uns am Aufzug. Hier ja. Ist anscheinend viel für dich zu tun, Kamala. Ach, Mist. Bist du okay? Nein, ich hab diesen Comic schon. Ich brauch noch den mit Captain America für mein Set. Warte mal, tauschen wir, wenn du Doppelte hast? Ja, klar. Cool, bis später. Okay. Was muss ich hier machen? Meine Güte, Repulsorhandschuhe! Ich muss einen anprobieren! Oh Mann!
Oh, oh, das ist so cool. Welch Abscheulichkeit ist das? Ah, Verzeihung. Du bist sehr klein und kaum zu sehen. Doch du musst vor einem Sohn Odins nicht erzittern. Obgleich ich den Impuls verstehe. Wie heißt du? Kamala Khan. Aha. Und was ist das Ding da an deiner Hand? Oh, das ist ein hochdichter Mionenstrahl. Mark III Repulsorhandschuh. Tony Starks erste Liebe. Bei Odins Bart. Fast so respekteinflößend wie der Mann selbst. Hm? Oh, du bist witzig. Ja, das bin ich. Sieh her, eine wahre Waffe, die keiner Verbesserung bedarf. Oh, wow. Wer auch immer diesen Hammer hält und er oder sie seine würdig ist, wird die Macht Thors besitzen. In der Tat. Der Unterschied zwischen Starks Firlefanz und göttlicher Macht. Ja, schon. Aber irgendwo muss jeder Held doch anfangen, oder? Ja. Ja, natürlich. Du bist sehr weise für deine jungen Jahre. Danke. Du aber auch. Kamala Khan. Hm. Ich werde mir deinen Namen merken. Unfassbar! Ich hab den Gott des Donners getroffen! Absoluter Hammer! Comics, Preis, konzentrier dich! Ob Tony Stark sich jemals Gedanken über seine Helmfrisur macht? Und könnte ich auch mal das besetzt oder was? Leck mich doch mal! Sind alle besetzt? Du kannst mich doch verarschen, ne? Wenn die beiden hier drin sind, ne? Halten? Ist das okay? Ich bin Iron Man. Ich bin Iron Man. So cool. Ich bin Iron Man. Okay. Hm. Ich verstehe es nicht. Hm, ich überlege gerade die ganze Zeit. Warum dürfen die nicht dran lassen? Mich verarschen? Soll ich verarschen, wie das mal? Oder muss ich da hinten durch? Das kann sein. Ich kann meine Rüstung nicht kontrollieren. Ich liebe deine Haare. Gehst du auch mal zum Friseur? Steve? Nicht vergessen, die Autogrammstunde der Avengers beginnt um 12.30 Uhr auf der Hauptbühne. Nutzen Sie die Gelegenheit, die mächtigen Helden der Erde zu treffen. Halten. Oh nein, nichts mehr übrig. Der Schild, den Cap im Zweiten Weltkrieg Hitler ins Gesicht geschlagen hat. Ist das cool? Du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Zu viele Pseudo-Fans bei dem Wettbewerb. Hey, wie kommt ihr darauf, dass ich kein echter Fan bin? Ich habe genauso das Recht, hier zu sein. Glaubst du echt, die Avengers lesen deine kleine Story? Zisch ab, Kleine. Ey, ist eigentlich so voll laut, ja. Wenn der Mob und die Presse und die ganze Welt dir sagt, verschwinde, dann schlägst du Wurzeln wie ein Baum neben dem Fluss der Wahrheit und du sagst nein. Ihr verschwindet. Was? Wer hat das gesagt? Echte Fans wüssten das. Ja, von mir aus. Hauen wir ab. Na toll. Keine Comics mehr. Also, wenn du mich fragst, ich fand das gerade ziemlich mutig von dir. Oh mein Gott. Danke. Ich nehme an, du bist ein Captain Marvel-Fan. Sie ist im All, aber hätte dich bestimmt gern kennengelernt. Aber
Du bist Captain America. Ich bin Kamala. Kamala Khan. 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 In deiner Geschichte geht's um diese Kanalbiester. Die Kanalechsen, ja. Ja, ja. Die hat Thor richtig gut gefallen. Er hat erzählt, sie hatten in Asgard wirklich mal Kanalechsen. Ihr habt meine Geschichte gelesen? Jede, die eingereicht wurde. Das ist so cool. Hey Cap, wir müssen auf die Bühne. Taunton wird langsam nervös. Hast du Thor gesehen? Er müsste doch längst da sein. Ich hab ihn gesehen. Also vorhin, er war drüben am Stark stand. Aber da ist er wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab gesehen, wie er wegging. Wer ist die Kleine? Ned, darf ich dir eine unserer Teilnehmerinnen vorstellen? Das ist Kamala Khan. In puncto fiese Kanalechsen ist sie Expertin. Oh, ja genau. Hey, der Trick, den du mich da abziehen lässt mit dem Gullideckel, der ist ziemlich cool. Oh, ja, aber gegen die Sache mit dir und Madame Hydra war das doch absolut gar nichts. Das war echt Wahnsinn. wir sollten zur Bühne. Na klar. Hat mich gefreut, Kamala. Wir sehen uns, Kleine. Wir sehen uns. Das war Captain America und Black Widow. Ich sterbe. Ja, lieber nicht sterben, bitte. Okay, wir haben noch 2 Stationen. Wieder ein Comic im Sack. Und das von persönlich von Captain America.